Nach Erkenntnissen der ADAC-Unfallforschung führen hauptsächlich 4 grundlegende Fehler bei der Anwendung von Sicherungs- und Rückhaltesystemen zu erheblichen Verletzungen bei Autounfällen. Dieser Test soll solche Fehler aufzeigen. Immer wieder kommt es vor, dass Babyschalen, meist aus Unkenntnis so wie hier, falsch eingebaut werden. Der Schulterteil des Gurtes müsste eigentlich um das Rückenteil herumgelegt werden, statt nur über das Fußteil. Die sogenannten Sitzerhöher sollten bis zum 12. Lebensjahr ein Rückenteil mit seitlicher Führung haben. Auf längeren Fahrten mit dem Pkw schlafen Kinder gern ein. Und da dieser Sitz keinen Seitenhalt besitzt, könnte der Dummy während des Schlafens eine solche Position einnehmen. Der Beifahrer hat hier aus Bequemlichkeit seine Lehne zurückgeneigt und die Füße leger auf dem Armaturenbrett. Fatalerweise aber dort, wo der Airbag eingebaut ist. Der Fahrer ist nicht angeschnallt, frei nach dem Motto, ich habe ja einen Airbag. Dazu nur eine Hand lässig am Lenkrad. Nun ein Frontalcrash mit 64 km/h. Der Fahrer hätte schwere Verletzungen an Knie und Kopf und die Babyschale rutscht aus dem Gurt und fliegt frei durch das Fahrzeug. Die Füße des Beifahrers und der Kopf des nicht angeschnallten Lenkers zertrümmern beim Aufprall die Frontscheibe. Der zweite Airbag kann sich nicht ordnungsgemäß öffnen und knickt den Beifahrer ein. Das Kind im Fond rutscht über den Gurt hinaus und trifft auf die Kante des Vordersitzes. Die herausgerutschte Babyschale liegt jetzt ungesichert im Fahrzeug. Das andere Kind hängt mit verdrehtem Arm im Gurt. Infolge fehlerhafter Rückhaltung ist das Knie tief in die Armatur eingedrungen und der Kopf hat diese Beule im Glas hinterlassen. Statt zu schützen, hat der fehlgeleitete Airbag dafür gesorgt, dass die Beine des Beifahrers durch die Frontscheibe gedrungen sind. Durch den Airbag werden die Füße gehoben und das Becken wird unten reingedreht. Das heißt, der wird unter dem Gurt durchgeschoben, ja, und wird quasi im Auto rotiert. Ja, und deswegen kann das Rückhaltesystem, also sprich Gurt, überhaupt nicht mehr in der Form arbeiten, wozu es eigentlich entwickelt wurde. Jetzt die Gegenprobe mit einer ordnungsgemäß eingebauten Babyschale, richtig sitzendem Beifahrer und einem Sitzerhöher mit Seitenführung. Auch der Fahrer ist angeschnallt und hat beide Hände am Lenkrad. Beide Crashs in zeitgleicher Übereinstimmung. Die Bilder sprechen für sich. Fazit des ADAC. Lieber eine rechtzeitige Pause einlegen, bevor man im Fahrzeug anfängt, eine Position einzunehmen, die von Sicherheitsseiten her einfach bedenklich ist. Der Airbag kann seine Schutzwirkung nicht völlig entfalten, stellt teilweise sogar dann ein Risiko dar. Der Schutz des Sicherheitsgurtes sollte immer gewährleistet sein, das heißt also nie sich abzuschnallen und vielleicht auch ein Auge auf die Kinder zu haben. Das heißt also, dass auch die Kinder, wenn sie wirklich aus ihrem Sitz hängen, bitte wieder dann in den Sitz zurückbringen. Und man kann es nur deutlich genug sagen, häufige Pausen einzulegen, damit man wirklich dieses Szenario hier in Realität möglichst nicht sieht.